Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach so ein Gelpack selber basteln könnt. Dafür benötigen wir einen Topf und einen Schneebesen, einen Zipbeutel, Lebensmittelfarbe, 500 ml Wasser, 125 Gramm Salz und 100 Gramm Speisestärke. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein Gesicht aufmalen, welches wir hinterher mit dem durchsichtigen Klebeband aufkleben. Als erstes geben wir Salz, Speisestärke und Wasser in einen Topf und verrühren das ganz gut. Dann geben wir das Ganze auf den Herd und lassen es aufkochen. Jetzt müsst ihr so lange umrühren, bis eine gelartige Masse entsteht. Wenn eine gelartige Masse entstanden ist, könnt ihr den Topf vom Herd nehmen und das Ganze schon mit etwas Lebensmittelfarbe einfärben. Wenn das Ganze ein wenig abgekühlt ist, könnt ihr es schon mit einem Löffel vorsichtig in euren Zipbeutel geben. Dann könnt ihr vorsichtig die Luft rausdrücken und den Beutel schließen. Um sicherzugehen, dass der Beutel nicht ausläuft, solltet ihr den oberen Rand einmal umschlagen und das Ganze mit Klebeband fixieren. Anschließend könnt ihr euer Gesicht, welches wir aufgemalt haben, mit Klebeband umkleben und anschließend aufbringen. Nun geben wir das Gelpack ins Eisfach. Nach ein paar Stunden ist euer Gelpack schon einsatzbereit. Und schon ist euer Gelpack fertig.